Dann wieder Harvest ist. Einmal. Oben im Schrank irgendwo. Nicht. Ja, der Höchstspeed in der Kriegen, hä? Na gut, 2000 ist doch gut, oder nicht? Geht kaputt instant. Das Schiff. So, die Galeone ist zu stark für mich. Ich würde ja gerne die Skins wegpacken, aber es geht einfach nicht. Ich habe mich jetzt erstmal gefärbt mit den Farben, die da sind. Ich wollte keine eigenen machen. Wie sieht das aus? Können wir mich angucken? Cool, aber geht. Hätte vielleicht nicht unbedingt das Pink mitnehmen sollen. Ich habe jetzt so einen pinken Schal und an meiner Mütze sind auch so ein paar pinke Pigmente, sag ich mal. Alter, ernsthaft? Ja, wenn er direkt dazu fährt, ist ja klar. Ja. Bild.
Oh, hier ist ja noch mehr Farbe. Rot und Blau. Och man, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Ja, aber in 5 Kisten verteilt. Halt. Was? Unnötig, was ist... In... Mikrofon muted. Microphone activated. Microphone muted. Warte in meiner Leiste. Kommt hier. So, Servergrenze, wie sieht's aus? Ist wieder da. Okay, wir können. Microphone activated. Schiffe oder Server Crash? Sind wir? Wir sind P4, ne? Dabei können wir dann immer noch hin. Machen wir jetzt erstmal. Mal E4. Thank you.
Schaufel irgendwo hingetan, Smoggy, eigentlich? Oh ne, bist du bestimmt wieder da. Hast du die Schaufel irgendwo hingetan? Im Schrank unten müssen noch zwei sein. Ja. Ach, gut. Okay, perfekt. Auf die Quality von den Dingen. Wir fahren ja jetzt E4, das ist die 19,7. Hier ist 22,6. 22,4. Wow! Was ist passiert? Heavy Lightning. Irgendwer hängt hier schon wieder blaues Licht auf. Das ist eklig, gell? Guck mal links vor uns. Wow. Was ist das, eine Flotte oder was? Keine Ahnung, hier sind gerade zwei rote Schiffe. Machen wir das Licht wieder aus, vielleicht sieht er uns an. Ach, du hast die Lampe in deine Leiste gefärbt. Ja. Ich dachte, du hast eine aufgehängt hier auf dem Schiff. Aber das könnte man auch machen, ja, stimmt. Ja, was die für ein Level haben die? 45? 39, zwei Stück direkt nebeneinander. AF. Ich glaube, da sitzt sogar die Galileo sieht dann arm aus, schlecht aus? Nee. Schaut nicht ein. Alt aus, jetzt hab ich's. Ich glaube, das leuchtet gar nicht, oder? Das leuchtet einfach nur ein zerfetztes Schiff. Also ich habe es auch noch selber nicht gesehen. Will ich auch ehrlich gesagt nicht so gerne, aber... ja. Also Ghost Chip, ich weiß nicht, ob es wisst, also wir nennen die hier ja immer Ghost Chips, das sind aber eigentlich keine Ghost Chips. Es gibt ja noch ein richtiges Ghost Chip. Hat, weiß ich nicht, 80 Kanonen pro Seite oder sowas? Auf jeden Fall wahnsinnig viel. Also da brauchst du nicht mit einer Galeone ankommen. Ne, die hat mehr Kanonen auf jeden Fall. Definitiv hat die mehr. Hm. Ja, da muss ja mit zwei, drei Galeonen dann kommen, ne? Ja, ja. Ist auch der letzte Powerstone. Das habe ich auch noch nicht ganz gedacht, was die Powerstones überhaupt bringen. Ach, und habt ihr die Patch Notes gelesen, ihr beiden? Nee. Homebase von Duncan Monkeys, was? Ach so, hier steht wieder diese verkackte Fahne. Es gibt jetzt einen Jungbrunnen. Das heißt, wenn du über 90 Jahre alt wirst, kriegst du einen Debuff auf deine Stats, weil du dann halt alt bist, dann kriegst du einen Debuff. Dann kannst du zu einem dieser Jungbrunnen hingehen. Das ist immer an einem der Powerstones. Das wechselt, glaube ich, jede Woche oder so. Oder jeden Tag, weiß nicht genau. Und da kannst du hingehen. Und dann wirst du wieder auf 20 Jahre zurückgesetzt und kriegst einen dauerhaften Stat Boost. Das heißt, jedes Mal, wenn man über 90 Jahre alt ist, sollte man sofort zu dem Dings hin, zu dem Jungbrunnen, und dann hast du halt quasi verbesserte Stats. Also mehr Gewicht, mehr Schaden, mehr Leben und so weiter. Ja, kommt man da auch sicher hin? Nein, 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 nein. Ja, das kann ich mir nämlich ganz gut vorstellen. Ich hab da nämlich ein paar gesehen, die komische Wege gelaufen sind, und dann kam da so ein Zyklon hervor, und dann alles, was böse war, überhaupt. Ja, genau. Und da muss man hin. Genau, da muss man hin. Ja, wir sind ja alle im gleichen Alter ungefähr. Mein Alter gerade wieder nicht. 36. Könnt ihr mir nochmal sagen, wo steht? Ich find's wieder nicht. Da, 35. Mental aufmachen und dann das erste in grün geschrieben. Ja, 35 bin ich. Ja, es dauert also noch, bis wir 90 sind. Ich meine, wir haben jetzt erst 15 Jahre gealtert. Wir haben noch 50 vor uns. Ja, sogar 55. Also wir müssen alle noch... Weiß nicht, wie lange spielen wir jetzt auf dem Server? Eine Woche jetzt? Ja, also ich meine Stunden halt. Ich habe jetzt insgesamt 80 Stunden, vielleicht 30 Stunden auf dem Server oder sowas, wenn überhaupt. Wie viel hast du? Echt? Okay, warum habe ich nur 80 Stunden und bin nur 2 Jahre jünger? Kann irgendwie nicht sein. Ich hab 5 Stunden.
5, 5, 5. Oh ja, bei uns auch. Lol, wo bist du denn eigentlich? Da unten, C5, wo willst du denn hin? Ne, du bist noch auf B5, aber du fährst gleich bald zu C5. An der Grenze. Keine Kuh dafür mit? Oh, seid ihr auch aus dem Spiel geflogen? Ja. Cool, ich drück mal auf Rejoin. Wir sind über die Grenze gefahren, ich war sofort im Homescreen. Ja. Ja, ich fand's. Nein, geht nicht. Sagt bei mir schon. Bei mir sagt er erst Host Pending Connection und dann geht's aber doch. Warte, einfach warten. Jetzt bin ich wieder drin. Mir geht gar nichts. Und mein PC anscheinend nimmer mit bei solchen Sachen. Auf jeden Fall cool, dass wir noch fahren. Das finde ich sehr geil. Cool, ja. Da alle aus dem Spiel fliegen, ist es keine Person mehr online auf dem Schiff und das Schiff fährt trotzdem weiter. Ist echt super. Warte mal hier, ich muss mal gucken, wo ihr seid. Ja, es kann sein, ich muss runterfahren, weil bei mir geht gar nichts gerade. Halt mal an, nicht, dass ich irgendwo zwischen den Grenzen hängt und drüber schwimmen müsst oder sowas. Besser gesagt nicht, weil ich sehe euch nicht auf dem Schiff liegen, deswegen. Ja, bei mir ist das alles inaktiv. Ich fahr mal runter, ich komm gleich wieder. Warte, du bist da, warte, du bist da, du bist aufgestanden. Mach nichts. Bei mir ist das Spiel inaktiv. Hier, du stehst bei mir online hier. Und Xena ist auch da. Also Xena liegt aber und schläft. Ah, okay, gut. Ich bin da. Und? Was? Ey, du hast ja echte Krankheit, ey. Jetzt unten rechts bei den mehreren Inseln? Ah ja. Da wollte ich am Anfang auch hin, weil ich das cool fand. Sag mir mal, ob das cool da ist. Vielleicht machen wir da eine Außenbase. Das sieht halt cool aus. Das sieht so aus wie so ein richtig geiles Urlaubsarchipel, wollte ich gerade schon sagen. Weißt du, so. Ich. Ja. Mit Palmen und. Also, wenn man da so ein richtig geiles Hotel hinbauen könnte. So ein richtig so ein 1000 Euro die Nacht Hotel. So sieht es aus. Das wäre auch geil, Mann. Keine Taverne, sondern richtig so ein Hotel mit Betten und so, wo du ein Zimmer mieten kannst. Das wäre ja auch cool. Ja, theoretisch schon, aber ist mal das, der Sinn ist halt die Frage. Sinn macht das. Hotelzimmer zu mieten. So meinst du das? Ja, stimmt. Warte mal, 1,9 Coins? 1,8? Oh, warte mal. Ist das jetzt doch Level 27? Lol, die haben beide das gleiche Level, beide Level 27 und was sind trotzdem verschieden? Null? Level 35 kostet am wenigsten. Sind alle da? Ist Xena auch wieder online? Bin da, die ist auch da, ja. Abfacht. Könnte auch sein, dann High Risk, No Reward. Gerade bei deinen Fahrkünsten. Okay, Alter. Also du guckst jetzt bitte nicht auf die Karte, ich sag's dir. Es ist alles rot. Alles geklebt. Es sind noch ein paar Lücken frei, aber passt nicht viel rein. Hast du gerade doch geguckt, oder was? Bei mir bewegst du dich ziemlich schnell.
Ja, es geht eigentlich. Ah, geht wirklich. Ich gucke auf der Karte, ich sehe, wie du dich bewegst. Ja. Siehst du auf der Karte? Da ist ziemlich da, wo du jetzt gerade bist, ist sehr, sehr tief. Da ist so tief wie im offenen Meer. Tiefer du in die Bucht reinfährst und wird es langsam wieder ein bisschen flacher, aber quasi rechts von dir der Bereich. Der ist, da ist sehr, 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 sehr kurzes Ufergebiet nur. Auf der linken Seite ist ein bisschen mehr Ufer. Ja, genau, oder irgendwie so eine Glocke, so ein Ding, 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 Ding. Oder so ein Gigano, der einfach mal los, der losbrüllt. Ja. Ja. Einfach so hier, keine Ahnung, Aida Nova. Ultra krass lauter. So. Das überall klappern die Gläser im Schrank so ungefähr. Dieses Schiff so laut hupt. Lol, das ging jetzt sehr schnell, Mann. Ja, richtig fix unterwegs. So, wir könnten jetzt in die Mitte von C3 fahren und noch ein paar Schiffe heben, wenn wir eine Taucherstation dabei hätten. Da liegen so 20. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Das bisschen Gold, was da vielleicht drin liegt von den paar Sklaven oder so, das ist wahrscheinlich. Ist hier schnell. Och nö. Der Wind ist ja richtig gut hier, du. Wenn ihr das gut überlegt, will ich wirklich bis E4 fahren? Was haben wir denn da für eine Karte? Ist die gut? Was macht sie denn hier? Party? Ja, sie repariert die ganze Zeit das Schiff. Achso. E4, 1500 Gold, 19,7. Ja, da fahren wir, glaube ich, hin. Hier mache ich mir, glaube ich, bei uns. Ich dachte eigentlich, wir können hier schön durch C3 fahren, weil nur wir hier sind. Kein anderer. C3, nicht C4. Ist er so flach? Nicht so aus. Getraut da durchzufahren, um ehrlich zu sein. Och nö, hier ist der Wind genauso. Weit aus der Richtung, wo wir hin wollen, kommt der Wind. Och Mann. Scheiße. Alter, du bist echt mutig, Mann. Ich wäre da nicht durchgefahren mit der Galeone, so flach wie das da ist. Ich sag. Halt, stopp, was ist. Doch. Sonja, links hinter uns, mein Affen in der Luft hüpfen. War die ganze Zeit da oben gesessen am Rand? Wo ist er denn jetzt? Da oben. Ah, ja. Was ist das denn? Mikrofon muted. Ja stimmt, wir sind ja vom Server geflogen. Ich muss ja den Affen wieder auf meine Schulter setzen, das habe ich total vergessen. Ja, dann fahren wir jetzt glaube ich schräg über C3 oder fahren wir... Der Wind deckt von vorne, wir könnten jetzt auch da rechts lang. Ja, jeder kann dich hören, wie du schreist.
Ja, ich bin wieder rausgeflogen. Doch. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Bei mir kommt dann immer House Pending Connection Timeout und dann warte ich einfach und dann joint er trotzdem. Ja genau, ich bin wieder da. Der ist ja, jetzt geht's bei mir. Der Affe da? Hinter dir. Der wieder irgendwo in der Luft rumfliegt. Mikrofon activated. Ja, das tut er trotzdem. Du. Der. Ja, ich seh's grad zu. Ja? Was ja, ich halt mal kurz an. Hef ihn nochmal hin und lehm ihn nochmal hoch. Loggen. Irgendwie ist das hier gerade total buggy. Er sitzt auf meiner Schulter, aber irgendwie auch nicht und... Oh! So, Ralf, hast du dich jetzt beruhigt? Ja, beruhig dich doch jetzt mal wieder. Ich glaube, der Affe backt immer noch rum, ha? Ja, bei mir nicht. Ja, war bei mir. Was? Hard Error. Ja, schließen, okay. Ausloggen, da reinkommen. Wenn ich die Segel steuern will, muss ich einfach nach A oder D drücken, ne? Mit Shift. So schreiben. Shift A und D, dann machst du die Segel. Immer ausprobieren kurz. Bisschen einmal Shift und D und dann drehen sich die Segel nach rechts. Rechts zu. Bin der König der Welt. Schiff.
Dein Affe, der ständig nach hinten backt. Ja, bei mir nicht. Wahrscheinlich müsstet ihr auch einmal reloggen, damit es wieder richtig ist. Ja, das ja ist... Daniela ist sowieso rausgeflogen. So. Also das haben sie echt gut gemacht. Dass man quasi asynchron sich bewegt, also dass man sich quasi auf dem Schiff in die Luft springen kann, ohne quasi dann nach hinten vom Schiff runter zu fliegen, weißt du? Kann ich so drehen? Nee, du musst, ja genau. Diese Igel halt zur anderen Seite machen dann. In der Richtung. Gar nichts mehr. Segel ein bisschen nach rechts. Du musst weiter nach rechts fahren. Genau, jetzt nach rechts lenken, richtig. Ich kann von hier oben die Segel steuern, habe ich gerade gesehen. Weiter nach rechts. Ja, mal ganz, ne? Ja, so recht. Warte, wie wird denn jetzt so fahren? Brücke, das ist okay. Echt eine lange Fahrt mit diesem wollte ich schon sagen, mit dem Wind hier. Ich habe hier, also auf dieser Karte können wir gerne eine Base bauen. Hier habe ich schöne 34 Frames. Hier läuft das Spiel ausnahmsweise mal flüssig. Kann ich vernünftig aimen, hier kann ich rein und raus tun, alles. Ach, du musst dich wieder auslocken. Ganz. Ich glaube, du kannst so weiterfahren, brauchst nicht ausweichen. Level 36, 130.000 Leben. Da war Stockeduster hier bei mir. Bei Hochgammern. Zu Hause? Wo bist du denn gefahren, Alter? Rechts von uns ist noch ein rotes. Da müsste gehen. War ich auch gerade so dunkel? Ja. Geht? Ja, das geht. Ja, dass du halt durch die Bucht einmal durch bist.